herzlich willkommen heute im Podcast. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Michael Elsässer, alias Bunny. Er hat eine eigene Produktionsfirma namens Blickfeld Film. Er macht das Ganze seit 4 Jahren. Er hat angefangen mit Football Image Film. Als Leidenschaft hat er für sich die Hochzeitsfilmreihe entdeckt und er ist jetzt hauptsächlich als Cutter tätig für 3 bekannte YouTuber, der Haider, Saftiges Gnu und Tom Mary. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Das ist richtig cool. Wir haben gerade schon vorgesprochen, ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er hatte das ganz cool erklärt wegen einem Drehbuchprogramm. Und zwar von Celtics hatte das richtig cool. Ich verlinke das YouTube-Video von ihm natürlich gerne nochmal. Das ist richtig schön erklärt. Einfach, dass das jeder sogar versteht. Und wenn ihr da mal was wissen wollt, klickt da einfach mal rein und schaut euch mal das Video an. Danach wisst ihr alles über Drehbücher eigentlich, so das Grobe. Und fangen wir einfach an mit den 3 Oberthemen. Persönliches, Ausrüstung und Marketing. Bunny, wenn dich jemand auf der Straße anspricht und sagt, was machst du eigentlich vom Beruf, was sagst du dem dann? Ja, mittlerweile, wie gesagt, tatsächlich eigentlich Cutter. Das ist so der Haupttätigkeitsberuf, Bereich mittlerweile, okay, den ich eingeschlagen habe. Ja. Also vor 4 Jahren hat es hier angefangen. Was war dann so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, ja, die Videografie oder Film, Fernsehen, das ist so jetzt so meins? Also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, ich habe davor schon mit einem Kumpel angefangen, so ein paar Videos auf YouTube zu machen und habe da gemerkt, irgendwie so, ja, Film ist irgendwie ganz cool und auch so Geschichten erzählen. Das ist eigentlich eh so mein Ding, was ich beim Film eigentlich am meisten mag, dass man halt Geschichten irgendwie erzählen kann mit Bildern. Und ja, habe dann eine Umschulung gemacht. Ich habe 10 Jahre davor auf dem Bau gearbeitet, habe dann ein bisschen meine Knie kaputt gemacht dabei und habe dann eine Umschulung gezahlt bekommen vom Arbeitsamt und dachte dann so, ja, warum nicht Hobby zum Beruf machen, und bin dann in die Filmbranche gerutscht mit dem Wunsch, dann halt auch, ja, Filme drehen zu können. Wie gesagt, mittlerweile schneide ich nur noch das Zeug. Genau, also wenn ich jetzt mir das raussuchen könnte, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich am ehesten irgendwie gerne als Kameramann oder tatsächlich Regisseur irgendwie so Filme drehen oder so. Was gefällt dir denn an der Videografie am meisten? Ja, also wie ich gerade schon jetzt so ein bisschen angeritzt habe, vielleicht, dass man halt tatsächlich Geschichten erzählt. Also das ist auch immer was ich in meinen YouTube-Videos gerne predige, sage ich mal. Dass Story King ist ja eigentlich bekannt. Also ich stehe halt immer drauf, irgendwie Geschichten zu erzählen mit den Bildern und auch die Emotionen dann zu wecken im Zuschauer oder so. Das ist eigentlich das, was mich an der Film, am Film allgemein reizt. Wann wurde es denn bei dir professionell? Ja, also wie gesagt, nach der Umschulung, ich habe auch relativ früh auch angefangen dann mit dem YouTube-Channel und so weiter und bin auch dann direkt eigentlich halbtags habe ich mich dann auf die Selbstständigkeit konzentriert, indem ich meine Angestellten-Tätigkeit dann immer weiter zurückgeschraubt habe und mich dann immer mehr auf mein eigenes Ding konzentriert habe. Und deswegen ging das eigentlich relativ schnell bei mir. Wie gesagt, ich habe vor 4 Jahren die Umschulung gemacht oder so und nach 2 Jahren war die fertig und dann war ich eigentlich schon so weit, dass ich das Ganze professionell gemacht habe. Wenn ich jetzt die 3 YouTuber fragen würde, was machen denn deine Videos besonders? Was würden die mir sagen? Also ist natürlich, also du meinst jetzt, was mein Schnitt besonders macht oder was die Videos von den YouTubern persönlich? Nein, von dir, ich rede ja von dir, was mit denen ist. Ich möchte von dir wissen, wenn ich die fragen würde, was die über dich sagen würden. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde an der Stelle jetzt am ehesten auch mal wahrscheinlich einen Florian Haider zitieren, weil ich mit dem schon persönlich auch drüber gesprochen habe, warum er mich auch empfohlen hat dann teilweise, gerade an die Yassi vom, also Saftiges Gnu. Er meinte halt, dass bei mir das Pacing und das Timing im Editing gut passt und dass mein Humor, den ich ins Editing einfließen lasse dann und was ich da rausarbeite aus dem Rohmaterial, dass das ihn halt immer überzeugt hat an meiner Arbeit. Sehr cool. Das heißt, deine Videos sind ja ewig langweilig sowieso, und ich habe mir ja schon ein paar von dir angeguckt. Sind sehr unterhaltsam und sehr informativ, sehr, sehr gut gemacht. Das Alleinstellungsmerkmal, dein USP, hast du da mal so was überlegt, was du so an die Fahne schreibst? Also ich habe ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ich habe mich darauf ein bisschen spezialisiert, was ich jetzt bei meinem YouTube-Channel sagen würde.
es ist zum einen einmal dieser Stock-Footage-Bereich, wo ich sagen würde, okay, ich versuche irgendwie in der deutschen Szene den Leuten das Stock-Footage näher zu bringen, weil das gerade als Filmer halt echt ein interessantes Nebeneinkommen ist. Mhm. Und eigentlich eine verschmähte Chance, wenn man die nicht nutzt, weil man das Footage meistens auf seiner Festplatte rumliegen hat und man könnte aber auch Geld damit verdienen. Ist natürlich trotz allem immer mit Arbeit verbunden, wie alles andere auch, aber es wäre halt eigentlich verschenkt, wenn man es nicht machen würde. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, gerade Stock-Footage. Und auf der anderen Seite bin ich so ein bisschen Verfechter von Low-Budget oder beziehungsweise von, ich nenne es immer gut und günstig, weil ich Fan davon bin, ja, als Schwabe vielleicht auch ein bisschen, dass mein Equipment, also ich brauche nicht immer das Teuerste, es soll halt gut sein und preiswert. Und dann versuche ich das auch den Leuten dann immer vorzustellen auf meinem Channel und zu sagen, hier, pass mal auf, hier gibt's beispielsweise ein gutes Lampenset, das kostet nicht viel, aber taugt halt was oder so. Und mhm. das ist vielleicht auch sowas, wo ich sagen würde, das macht meinen Channel ein bisschen aus. Cool. Wie bildest du dich denn weiter? Tatsächlich auch durch YouTube-Videos viel. Also ich habe auch sehr viel durch andere Kanäle gelernt, wie beispielsweise Camera Cave. Habe ich sehr viel gelernt. Oder dann halt die englischsprachigen Film-YouTuber, Cinecom.net und wie sie alle heißen. Also da habe ich sehr viel mitnehmen können. Studio Binder, einer meiner absoluten Lieblings-Channel auf YouTube, wo man viel über Film lernen kann. Und dann schaue ich mir halt auch einfach Filme an. Aber was ich tatsächlich eigentlich den besten Lerneffekt für mich immer persönlich habe, ich versuche einfach Dinge zu machen, auch wenn sie dann nicht perfekt sind. Aber dann weiß ich beim nächsten Mal, was ich besser machen kann. Also dieses Learning by Doing ist eigentlich so ein Ding, wo ich eigentlich mich am besten fortbilde, sage ich mal. Ja, das geht mir auch so, wenn ich beim Dreh bin, also wenn ich was filme, dann und ich schneide das hinterher, dann fällt mir hinterher in der Post quasi auf, was ich beim Dreh falsch gemacht habe. Und da lerne ich auch am meisten. Also richtig. So geht mir das auch. Also ja. Wo zum Beispiel, dass man noch mal ein bisschen die Kamera ein bisschen länger laufen lässt, dass man noch was zum Cutten hat und so, oder so die Blende und so. Genau, richtig. Das lernt man dann später erst. Ja. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Oh, auch eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, wo ich jetzt spontan keine richtig gute Antwort vielleicht drauf habe. Also was mir persönlich schon aufgefallen ist, tatsächlich an meinen YouTube-Videos, dass es extrem unterschiedlich ist, wie ein Video auch bei den Zuschauern ankommt. Gerade das Video, was du schon erwähnt hattest, dieses Celtics-Tutorial, hätte ich nie gedacht, dass das einer meiner bestgeklickten Videos wird auf meinem Channel beispielsweise. Hätte ich wirklich einfach nie damit gerechnet. Und dann wiederum gebe ich mir bei einem anderen Video extrem viel Mühe und passiert nichts. Wird gar nicht geklickt oder wird hat keine gute Zuschauerbindung und so, wo ich mir dann halt oft die Frage stelle, so von wegen, okay, dann mache ich halt lieber so ein Tutorial nochmal oder so Start-and-Stop-Aufnahme war das ja fast und ja. Kommt aber gut an scheinbar. Ja. Also, was machst du denn in deiner Freizeit? Ja, in meiner Freizeit spiele ich in einer Band, spiele Gitarre. Mhm. Und wie vorher schon erwähnt, spiele ich auch Football, also American Football. Boah, das ist so meine Freizeit mittlerweile, nachdem ich mein Hobby des Filmens ja mittlerweile zu meinem Beruf gemacht habe. Okay, wenn du mal rauskommst, gehst du Gitarre spielen oder Football spielen? Meistens, ja, tatsächlich. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass ich dann nicht mehr Fortnite-Videos cutte. Das muss ich tatsächlich so gestehen. Ich bin jetzt halt auch schon 31. Ich weiß nicht, ob ich mit 40 noch YouTube-Videos cutten will für nachher die Zielgruppe 15-Jährige oder jünger. Wünschenswert natürlich für mich persönlich, dass ich, wie gesagt, eher so Richtung Film gehen kann, da mich mehr ausleben kann, mehr Filme drehen kann, also so richtige szenische Filme, weniger diese Auftragsproduktion. Das wäre schon tatsächlich mein Wunsch. Mhm. Ausrüstung, Workflow, nächste große Thema. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Angefangen habe ich mit der Panasonic G81. Ich habe jetzt hier gerade auf die Kamera gezeigt, wobei das die G70 ist. Genau, die Panasonic G81, mit der habe ich angefangen. Und ja, auch da war es halt wieder dieses Gut- und Günstig-Prinzip letztendlich, weil das keine wirklich teure Kamera ist, aber viel
gute Specs inklusive hat, sag ich mal. Mhm. Welche Ausrüstung hast du jetzt? Also kürzlich habe ich mir die Sony A7 III gekauft, um auf Vollformat abzugraden und vor allem, weil ich halt gerade bei den Hochzeitsshootings oft gemerkt habe, dass ich Lowlight halt Probleme habe oder wenn ich auf dem Gimbal arbeite, dass ich gerne einen besseren Autofokus hätte. Deswegen war dann die Sony für mich schon länger ein Thema und die habe ich mir jetzt dann gegönnt letztendlich. Mhm. Und Mitte letzten Jahres habe ich mir die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K gekauft mit dem unschlagbar einprägsamen Namen. Genau, da war einfach der Vorteil, dass ich eine Kamera mit einem gescheiten Codec bekomme, mit dem, wo ich trotzdem meine Objektive mit dem MFT-System weiterhin verwenden kann. Das war der große Vorteil an der Blackmagic. Und das sind eigentlich so die zwei Hauptkameras, die ich jetzt für Auftragsproduktion auch nutze. Mhm. Welches Programm benutzt du für Schnitt, Sound und Effekte? Also tatsächlich benutze ich mittlerweile DaVinci Resolve. Ich bin komplett von der Adobe Cloud weg, bis ich dann bis ich der Cutter von Tomari wurde, weil der arbeitet dann jetzt wieder auf dem ganzen Adobe-Zeug. Das heißt, ich bin jetzt dahin wieder zurück auch, aber nur für seine Videos. Alles andere mache ich tatsächlich nur ausschließlich mit DaVinci Resolve. Wobei ich After Effects tatsächlich dem Fusion-Programm, sage ich mal, von DaVinci vorziehe, weil ich das Ebenensystem bei dem Compositing im Video einfach gewohnt bin und da mit dem Node-System ein bisschen Schwierigkeiten teilweise noch habe. Genau, ich habe jetzt angefangen mit DaVinci Resolve. Ich habe mir auch diese Blackmagic Pocket 6K geholt. Ah, sogar. Cool, ich finde die also mega geile Kamera. Also das Problem ist nur, dass das Recording, ich habe mir so ein externes USB Festplattenteil geholt, hier dieses MM2, also besser als SSD soll das sein, keine Ahnung. Kennst du das? Weiß ich nicht, hast du schon mal gehört? M.2, meinst du? Ja, genau, das Teil, also das ist hier drin verbaut. Ja. Ist auch ziemlich, ziemlich schnell, aber das Problem ist, dass jetzt beim Recording das abbricht irgendwie immer nach 2 Minuten. Die Probleme habe ich tatsächlich schon gehört bei Blackmagic, dass die nicht mit allen USB-Systemen kompatibel sind scheinbar. Und eben die haben da diese eine Portable SSD M, keine Ahnung, schlag mich tot von Samsung. Ja, genau. Und die empfehlen sie immer. Die habe ich mir tatsächlich auch zu meiner Kamera geholt und habe mit der auch keine Probleme. Also die funktioniert echt super. Okay, ja, dann muss ich mir die natürlich auch holen. Ja, wunderbar. Kostet die Welt. Was möchtest du dir denn noch kaufen? Was möchte ich mir noch kaufen? Also ich habe mir jetzt ja natürlich viele Wünsche erfüllt mit der Sony A7 III und auch mit der Mavic Air 2. Da habe ich jetzt letzten Monat ganz tief in meinen Geldbeutel gegriffen und bin deswegen jetzt im Moment erstmal wunschlos glücklich. Wobei natürlich meine Amazon-Wunschliste eher wächst, als dass sie kleiner wird. bekanntes Problem wahrscheinlich von vielen. Das will ich auch haben, ja. Was aber tatsächlich schon länger auf meiner Liste steht, ist so ein elektronischer Slider, weil ich damit irgendwie gerne, auch gerade was das Stock-Footage oder so angeht, viel mehr machen würde und auch schon Ideen hätte, aber dazu bräuchte ich halt dann so einen Slider. Aber du hast doch so eine, ich habe auf Switch irgendwie gesehen, hast du so ein Spendendings aufgerufen, oder? Für deinen Slider, ist das richtig? Also wenn ihr... In meinen YouTube-Streams habe ich das Ziel drin tatsächlich. Genau, also wenn ihr das nächste Mal Langeweile habt, ja, und möchtet Barney gerne streamen, dann spendet ihm Geld, dass er sich seinen Slider leisten kann. Das klingt dann nach einem guten... Die Videos noch geiler. Richtig, richtig. Dann sieht man die ganze Zeit, wie er hin und her fährt. Ja, richtig. Cool. Ja, ich habe mir hier diese so Gebrauch von eBay so ein Edelkrone-Dings geholt und der hat, also es war wirklich momentan, wenn man was haben möchte, da ja aufgrund von Corona-Videos viele Leute ihre Sachen verkaufen, also momentan gibt es echt krasse Schnäppchen im Internet. Okay. Und echt wirklich mal bei eBay mal gucken, weil die Leute verscherbeln momentan echt alles, weil die Kohle brauchen, ist natürlich zum Vorteil von anderen. Ja, das ist so. Das ist wohl wahr, ja. Genau, jetzt sind wir beim Cutten. Wie viele Tage rechnest du denn dann für deinen Schnitt? Für Effizienz und Effektivität? Hast du dir irgendwelche Tipps oder so? Meinst du jetzt meine Auftragsarbeiten für die YouTuber? Oder, ich sage jetzt mal für die Hochzeitsfilmerei. Das können, glaube ich, die meisten was mit anfangen. Weil so ein ganzer Film ist ja schon... Ja, also beim Hochzeitsfilm brauche ich in der Regel 2 Tage.
Würde ich jetzt fürs Editing, oder zumindest kalkuliere ich 2 Tage, plus eine Korrekturschleife. Das ist meistens so, was ich meinen Paaren dann anbiete, dass ich meinen finalen Schnitt dann schicke. Dann können sie mir einmal sagen, was sie vielleicht noch gerne anders haben wollen. Wobei ich sagen muss, dass ich nie wirklich große Korrekturen hatte bisher bei meinen Film, also bei den Hochzeitsfilmen, toi toi toi, dass das so bleibt. Aber ich rechne tatsächlich für die Korrekturschleife dann auch nochmal einen Arbeitstag ein. Also insgesamt dann theoretisch 3 Tage für den Schnitt. Die schlimmste Erfahrung, die ich mal hatte, ja, aber wir hätten gerne andere Musik. Hm. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber man schneidet ja eigentlich auf der Musik. Ja, richtig. Und dann, natürlich mache ich andere Musik, ist kein Problem. Das Wochenende hat jeder nichts vor. Ja, das ist. Da mache ich tatsächlich oft, dass ich die Paare entweder frage, ob sie einen Musikwunsch haben, ja, wobei ich auch, ja, da das teilweise auch schwierig finde, weil es halt bei einer Auftragsarbeit problematisch ist, wenn man da nicht lizenzierbare Musik verwendet, irgendwelche so Charts-Mucke. Deswegen bin ich davon auch schon wieder ein bisschen weggegangen und schicke den Kunden manchmal dann vorab schon irgendwie so eine Auswahl aus 3, 4 Songs, die ich cool finde, und dann können sie sich da was raussuchen oder so. Das mache ich teilweise dann auch schon, weil diese Problematik besteht, sage ich mal, dass man dann das Pech haben kann, alles nur ummodeln zu müssen auf eine neue Musik. Jetzt bin ich mal gespannt, wie erreichst du denn mehr Effizienz und Effektivität? Also mehr Filme, mehr Geld, mehr Freizeit und weniger Stress. Oh ja, das muss ich selber noch rausfinden, tatsächlich. Also, es ist tatsächlich, vor allem, ich finde persönlich halt am Anfang schwierig, bis man mal einen gewissen Namen hat oder so, wo man dann halt dementsprechend vielleicht auch andere Preise abrufen kann, mit denen man dann auch wiederum anders kalkulieren kann und so weiter. Vielleicht am Anfang gerade schwierig, weil man viel Output bringen muss, bis man wirklich an dem Punkt ist, wo man gut abwägen kann zwischen Work-Life-Balance, sage ich mal. Also ich arbeite teilweise auch jetzt noch 14, 15, 16 Stunden an manchen Arbeitstagen, weil halt ein Projekt noch fertig werden muss. Bei den YouTubern ist es halt dann ja teilweise noch so, dass die halt daily ihre Videos veröffentlichen. Dann kann es sein, man kriegt morgens ein Video und abends muss das schon online. Da muss man halt da teilweise auch richtig Gas geben und so. Also es ist wirklich auch noch so ein Punkt, wo ich bei mir selber noch so ein bisschen am struggeln bin, sage ich mal, dass ich da den richtigen Punkt finde, wo ich eine gute Work-Life-Balance habe, sage ich mal. Also ich persönlich würde dann auch Aufschlag nehmen, wenn der verlangt, er kriegt morgens das Material, ich soll es abends veröffentlichen, dann würde ich sagen, ja, das können wir gerne machen, aber das kostet, keine Ahnung, 200 Euro mehr oder was, weil das halt, weißt du, also spontan ist immer, kostet immer mehr Geld, so sehe ich das. Also das ist immer. Ja, das Problem ist nur, diese YouTube-Cutter-Szene, die ist tatsächlich auch schwierig. Es ist jetzt auch nicht unbedingt was ich vielleicht jedem ans Herz legen würde, der das jetzt hört oder so, zu sagen, hey, werd doch Cutter für YouTuber, weil natürlich zum einen die YouTuber meistens irgendwie eine große Community haben, wo es auch viele Leute gibt, die sich mit Schnitt auskennen, und dann habe ich auch schon oft gehört, dass dann Cutter einfach abgesägt wurden, weil es dann hieß, ja, ich lasse es irgendeinen von meiner Community cutten, der macht es mir für 50 Euro oder so. Habe ich alles schon gehört. Ich habe jetzt das Glück, dass ich YouTuber habe, die Wert darauf legen, zum einen nicht jedes Mal alles neu erklären zu müssen, sondern mir das Zeug einfach schicken können und ich weiß, was ich damit zu tun habe. Zum anderen ist natürlich allgemein der Preis in dem Bereich ziemlich umkämpft aus dem Grund, und deswegen habe ich mit Pauschalpreisen bin ich da in den bei den YouTubern eingestiegen. Sprich, okay, ich habe eine Zusicherung, dass ich so und so viele Tage ausgelastet bin durch den YouTuber, und dann konnte ich einen Preis X da dafür nennen. Und dann war das für mich aber auch ein fairer Deal sozusagen am Ende. Okay. Nächste große Thema Marketing, darum geht es ja eigentlich auch. Welche Marketingmaßnahmen findest du denn gerade für Einsteiger am sinnvollsten? Also Marketing am Anfang, das ist wahrscheinlich so der klassische Weg, den viele auch gegangen sind. Am Anfang erstmal irgendwie im Freunde-Bekannteskreis, wie auch immer, irgendwo rumfragen, wen kennt man, wer hat vielleicht irgendwie, hat mein Onkel irgendeine Firma oder so, kann ich für die nicht mal einen Imagefilm drehen? Dass man halt zum allerersten Mal irgendwie an Referenzen rankommt oder heiratet gerade irgendwie ein befreundetes Paar von mir oder so, kann ich denen nicht
einen Film zur Hochzeit schenken und ich habe es dann gleichzeitig als Referenz, als Beispiel jetzt. Mhm. Und so dann sich ein paar Referenzen aufbauen und mit den Referenzen dann wiederum weiter Akquise machen und sagen, da, jetzt kann ich vielleicht mal eine Firma anschreiben, tatsächlich unbekannt und sagen, hier, ich könnt Ihnen so einen Film anbieten, schauen Sie mal, wäre das nichts für Sie, und dann den Film, den man für den Onkel beispielsweise jetzt gedreht hat, halt mitschicken oder so. Mhm. So, das wäre so für Einsteiger vielleicht so der normale Weg, den viele gegangen sind. Mhm. Natürlich auf der anderen Seite die klassischen anderen Wege, einfach entweder irgendwie versuchen, tatsächlich über Kaltakquise irgendwas zu erreichen, wenn man wirklich ein krasser Verkäufer ist. Why not? Oder über ja, ich finde es schwierig, über Internet-Marketing zu gehen oder Online-Marketing, weil der Bereich ja dann doch tatsächlich oft sehr regional ist, sag ich mal. Auch wenn viele dann deutschlandweit rumreisen, aber das würde ich jetzt vielleicht am Anfang auch nicht zwangsläufig empfehlen. Ja, vielleicht einfach dann, wie gesagt, so der klassische Weg. Erstmal Vitamin B versuchen auszukosten. Ja, das ist, funktioniert meistens am besten. So habe ich es, wie gesagt, ja auch gemacht mit dem Imagefilm für meinen Footballverein zum Beispiel. Hast du deine Zielgruppe denn mal definiert? Ja gut, meine Zielgruppe ist ja tatsächlich jetzt mittlerweile die YouTuber. letztendlich, wenn ich jetzt von Hochzeitsfilm ausgehe, dann wäre es eine Zielgruppe. Da würde ich meine Tendenz sogar eher Frauen anordnen, weil die wahrscheinlich bei der Planung von Hochzeiten eher die Hosen anhaben in der Regel. Das hab ich auch schon gehört, ja. Und ja, so im Alter von Anfang 20 bis Ende 30 oder sowas. Mhm. Das wäre vielleicht so eine Zielgruppe, die ich anpeilen würde, wenn ich sagen würde, ich gehe auf Hochzeiten oder so. Okay, wie bereitest du dich denn aufs Kundengespräch vor? Bleiben wir mal mit den Hochzeitspaaren. Gut, in der Regel ja, bin ich da eigentlich recht locker bei solchen Sachen. Versuche dann das Paar erstmal kennenzulernen, versuche auch mal rauszufinden. Also bei Kundengesprächen finde ich allgemein immer wichtig, erstmal rauszufinden, was, also ich mache immer gerne Bedarfsanalyse, nennt sich das. Erstmal zu gucken, was braucht der Kunde oder was wünscht sich der Kunde, was stellt sich der Kunde überhaupt vor, und gehe dann darauf letztendlich wiederum in meinem Verkaufsgespräch, was es ja dann doch auch ist, am Ende wieder ein. Also ich versuche dann die Punkte aufzugreifen, die mir gesagt wurden, die der Kunde sich wünscht, und versuche das dann wiederum in mein Konzept oder wie auch immer dann mit einzubinden. Und wie überzeugst du dann deinen Kunden von deiner Arbeit und deiner Leistung? Also ich hatte auch da wiederum mittlerweile meistens tatsächlich das Glück, dass ich eigentlich so gut wie nie Akquise machen musste. Ich wurde dann auch teilweise einfach gefunden. Und die Leute fanden das Zeug, was ich gemacht habe, schon gut. Und deswegen wollten die mich. Also das ist immer ein großer Vorteil. So liefen tatsächlich die meisten von meinen Aufträgen ab. Mhm. Von dem hatte ich nie wirklich das große Problem, einen Kunden wirklich überzeugen zu müssen. Weil der meine Referenzen schon kannte. Also das ist halt vielleicht so der Punkt, wenn man einige Referenzen halt vorweisen kann und sagen kann, ja, so könnte auch dein Hochzeitsfilm aussehen oder euer Hochzeitsfilm aussehen, dann ist das meistens schon ein großer Schritt, dass die Paare interessiert sind oder so. Also mit anderen Referenzen. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich möchte nicht wissen, was du nimmst jetzt aktuell, weil sich die Preise eh immer ändern, aber wie du den für dich selber berechnet hast. Also letztendlich muss man halt da auch immer schauen, habe ich witzigerweise letztens erst ein Video gemacht auf meinem Channel, wo nicht gut ankam, weil das immer so ein umstrittenes Thema ist, vor allem in der Filmbranche, weil halt viele sagen, oh, verkauf dich nicht so günstig, aber da sich meine Videos halt auch oft an Einsteiger richten oder so, habe ich da halt auch eher geguckt, wie ich es am Anfang gemacht habe, und da war es halt tatsächlich auch so. Zum einen habe ich mich anfangs, weil ich ja auch viel als freier Kameramann unterwegs war, danach diesen Verdi-Preisen erstmal gerichtet. Mhm. Da gibt es ja so eine offizielle Tabelle, um da erstmal Fuß zu fassen. Das sind natürlich keine schönen Preise und keine guten Preise, aber halt, um erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen, war es halt ein Start. Und dann muss man halt letztendlich immer rechnen, wie teuer
ist das Gebiet, wo ich zum Beispiel wohne. Also es gibt ja ganz große Unterschiede allein deutschlandweit, wie viel man selbst für die Miete beispielsweise zahlt. Vielleicht kann man dann daran sich auch orientieren, was gibt der Markt her, wie ist die Auftragslage sozusagen. Und dann, was sind meine monatlichen Ausgaben? Und dann muss man das halt irgendwie alles überschlagen, wie viele Tage kann ich im Monat arbeiten, wie viele Tage muss ich rechnen für Akquise, für Steuer, für irgendwas, wo ich kein Geld direkt verdiene, weil ich an meinem Rechner hocke und irgendwelche Unterlagen zusammensuche oder so. Juhu. Ja, gehört leider auch alles mit dazu. Ja, ich muss meine Steuern immer noch abgeben. Ich habe es jetzt tatsächlich gemacht am Freitag. Und ja, also man muss das halt alles für sich dann persönlich kalkulieren, wie viel brauche ich monatlich, um über die Runden zu kommen und wie viele Monate kann ich Tage kann ich effektiv im Monat arbeiten. Und dann bekommt man ja so einen Tagessatz, den man nehmen sollte, um über die Runden halt zu kommen, ja. Du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal, wie heißt der? Barney Elo, Filmmaking, Business Tipps und mehr oder so, ja. Okay, so ein riesenlanger Name ist das, ja? Oder was? Ja, letztendlich bezieht sich's halt auf meinen Namen, Barney Elo. Und dann dachte ich so, mit Barney Elo kann man nichts anfangen als kleiner YouTuber. Ich pack mal hinten noch Filmmaking, Business, Tipps und mehr mit dran, dass die Leute wissen, okay, bei mir geht's halt um Filmmaking. Okay, cool. Aber wie ging's denn los bei dir mit dem YouTube-Kanal? Warum? Was war so der Auslöser, wo du gesagt hast, ich stelle mich jetzt selber vor die Kamera und erkläre den Leuten dann, was ich da mache? Ja, also witzigerweise habe ich mit dem YouTube-Kanal schon echt früh angefangen, wo ich noch während meiner Umschulung, also da habe ich vielleicht gerade einen Monat oder zwei erst mit der Umschulung begonnen und dann dachte ich so, eigentlich kann ich ja jetzt direkt schon alles, was ich dort lerne, einfach in Videoform auf YouTube raushauen und somit irgendwie helfen, dass andere Leute das Gleiche lernen, was ich jetzt gerade gelernt habe. Mhm. So, das war die erste Intention. Und die zweite Intention, weil ich es immer ganz cool finde, wenn man jemandem was erklärt, lernt man am besten das Ganze noch mal selber. Und das war für mich auch so eine Motivation zu sagen, okay, ich versuche das jetzt den Leuten per Video zu erklären, was ich gerade gelernt habe und lerne es dadurch noch mal. Okay, also, gut. Wolltest auch du denn immer Eigennutzen. Vor der Kamera stehen oder so? War das schon immer so der Plan? Weil viele haben immer Angst davor, sich selber vor die Kamera zu stellen. Darum frage ich. Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe keine Scheu, vor der Kamera zu stehen. Also geplant hatte ich es nie. Ich hätte jetzt nie gesagt, ich mache jetzt einen YouTube-Channel. Es war, wie gesagt, damals so, dass ich mit einem Kumpel schon, bevor ich die Umschulung gemacht habe, einen YouTube-Channel gemacht hatte. Und da war es auch so, dass er auf mich zukam und gesagt, hey, lass mal einen YouTube-Channel starten. Ja, alles klar, warum nicht? Cool. Und dann ergab sich so das eine zum anderen letztendlich. Sehr cool. Das war auch die letzte Frage quasi, was war der Auslöser? Und hast du schon beantwortet, der Kollege hat gesagt, komm, und dann geht's los. Wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank. Mhm. Ich habe noch mal zum Schluss so eine Schnellfragerunde. Und zwar möchte ich gerne, dass du einfach die folgenden Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Ich bin gespannt, wie ich mich da schlag. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Durchhaltevermögen, Einsatz und weiß nicht, ob es das gleiche ist, Ausdauer. Ist wahrscheinlich das gleiche wie Durchhaltevermögen. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Okay. Definitiv Lowlight, krasse Lowlight-Feature, dann leicht und kompakt sollte sie sein und sollte mir die Möglichkeit bieten, ein externes Mikrofon anzuschließen. Klappbares Display, das finde ich auch immer ganz hilfreich. Dein Lieblingsbuch ist? Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter und der Halbblutprinz. Dein Lieblingszitat ist? Mein Lieblingszitat ist schwierig. Was habe ich denn für ein Zitat? Fällt mir spontan jetzt leider keins ein. Alles gut. In 5 Jahren werden Videos Noch wichtiger sein wie heutzutage. Dein Vorbild ist? Christopher Nolan. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, deine E-Mail-Adresse? Genau, also entweder blickfeldfilm.com. Meine E-Mail-Adresse ist me@blickfeldfilm.com und das oder halt einfach irgendwie über Instagram @barneyelo. Da erreicht man mich eigentlich am besten. Cool.
Vielen, vielen Dank, Barney, dass du heute Abend für mich Zeit hattest. Nochmals War danke, dass richtig ich cool, das hat echt Spaß das gemacht. Sehr freut mich. lustig. Ja. Vielleicht gehen wir mal in den nächsten Batman-Film zusammen. Gerne. Cool, ja. Ja, cool. Ja, also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, geht einfach auf videodo.de. Da könnt ihr euch gerne kostenlos registrieren und dann selber Aufträge gewinnen. Ich leite immer weiter Aufträge dahin. Und dann bin ich mal gespannt. Ich wünsche euch allen da draußen noch ganz viel Erfolg mit euren Videos und wir hören uns dann. Bis dann. Ciao.